Mein Name ist Frauke Hellwig. Ich möchte Ihnen das Datenset des Schulmuseums Bremen kurz vorstellen. Es umfasst 50 Bilder von Objekten, Schulbüchern, historischen Fotos und Archivalien aus der Sammlung. Unsere Sammlung umfasst vor allem die Zeit der in Bremen um 1900 wie Pilze aus dem Boden schießenden Volksschulen bis zu den großen Veränderungen und Modernisierungen in den Schulen in den 70er Jahren. In der Ausstellung, in unserem museumspädagogischen Programm und mit der Sammlung versuchen wir, die Perspektive der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt zu rücken, die die Erfahrung der Schule am eigenen Leib gemacht haben, so wie wir vermutlich hier alle im Raum. Wie erleben Sie Schulalltag und die gesellschaftlichen Veränderungen? Wie werden Sie durch die Schule geprägt? Wir haben uns entschieden, statt eines besonderen Datensettings einen Querschnitt aus der Sammlung auszuwählen. Diese Zusammenstellung soll einen Eindruck davon vermitteln, wie vielseitig und spannend Schulgeschichte sein kann.